Hi, ich hab dich gefunden. Es bringt nichts, dich vor mir zu verstecken. Ich hab die Nase von einem klugen Harrier-Hund und so. Wirklich. Ja, er hat die Nose, die Nase und das Hirn eines Hundes. Misery! Ich hab's zuerst gefunden. Ihr beiden, ihr seid mit dem Doktor zusammen. Ihr steckt unter einer Decke. Du musst du sein. Der große Doktor hat dich beschworen. Komm mit mir. Was? Ich bin nicht so. Spaß! Knecht, was anderes, das war's sagen. Balrog, der Rest gehört dir. Ich bin die falsche Person. Ich hab's dir doch gesagt. Nicht das schon wieder. Ich muss immer aufräumen. Und ich bin derjenige, der sich gefunden hat. Nicht Misery. Also, what's up? Du willst gegen mich kämpfen? Mit diesem kleinen Pillshooter? Erbsenschießer. Na klar. Verstanden. Boah. Ja, seine KI ist nicht so gut. Ah, ich fehle trotzdem. Was macht er jetzt? Ich versuche mal, nicht getroffen zu werden. Stirb! Er ist nicht so stark. Er ist eigentlich ein recht simpler Boss, weil er nur charge. Er will mich knuddeln, Hilfe! Tot. Ich werde mich an das erinnern. Hui, fliegen. Okay. Balrog besiegt. Das war der schwerste Boss, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Okay, gehen wir weiter. Mimika Village. Ja, wir haben einiges geschafft sogar schon. Muss ich sagen. Weil ich sagen müsste, die Partzeit ist bald vorbei, aber wir machen ja ein bisschen längere Part als Einleitung. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht weiß, wie weit wir sind. Ich hätte echt gelacht, wenn er mich jetzt instant gekillt hätte mit einem Schlag oder so. Das wäre echt geil gewesen. Heilen wir uns. Und speichern wir mal. Ich will immer speichern. So. Ich will fliegen! Ich muss doch mal den Boost ausnutzen können. Fliegen, 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 fliegen. Okay, dann nicht. Dann fliegen wir irgendwo anders hin. Ich soll schon wieder fliegen. Ich kann fliegen! Nein! Sagst du mir nicht noch was? Drop! Ah, was ist das? Droko wurde gekidnappt! Oh, ist das einzige Mädchen, das hier geblieben ist, du. Fuck it! So ist ein Atlas Haus. Komm mit hier. Oh, der hat die Waldwand eingeschlagen. Der ist aber gut. Ich glaube, es gibt hier was ganz Tolles, wenn wir darauf gehen. Schaut so aus. Ist doch sehr verdächtig. Es ist schon schwer, darauf zu kommen. Und deswegen. Das geht doch nie aus. Okay, das wird nix. Ich werde mal diesen King suchen, weil der ist ja nicht da, wo er vorhin gelegen ist. Da waren wir noch nicht. Aber jetzt will ich was anderes machen, nämlich. Nein! Okay. Das hat gut funktioniert. Das machen wir gleich nochmal. Au. Au. Hey, man kann sich den Kopf anschlagen. Döp. Jetzt schaffe ich es nicht. Döp, 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 döp. Okay. Ist aber auch unwichtig. Denn jetzt kommen wir weiter. Und hier runter, darauf, darüber springen und das aufmachen. Ja, schon wieder eine Kiste geöffnet. Map System. Jetzt können wir die Karte aufrufen. Irgendwas ist geschrieben worden. Also solange du immer einen Sinn von Exploration, Erkundungen hast, wirst du immer den Weg nach draußen finden. Das ist meine Hoffnung. Scheint uns jemand zu kennen? Könnte ja sein. Wie können wir auch die Karte aufrüsten? Aufrüsten? Wir rüsten jetzt die Karte auf! Yeah! Und ich fall gerade die ganze Zeit runter. Also. Mit der Karte können wir noch was Tolles machen später, aber. Später? Was sag ich später? Ich weiß nicht, was wir mit der Karte machen können. Wir können nur das hier. Und das war's. Aber hier müssen wir gar nicht hin. Schauen wir mal, was hier hinten ist. Hier ist ein Haus. Was steht da? Assembly. Ja. Alle. King. Ich wollte dich finden. Arthurs Hausschlüssel. Sollte mindestens eine Kopie irgendwo sein, Toroko. Das ist ignorant. Ich wundere mich. Vielleicht weiß Jack ja so etwas. Wer ist Jack? Suchen wir Jack. Bist du Jack? Schaust du ja doof aus. Hallo. Was hast du gesagt? Toroko wurde gekidnappt? Das ist schrecklich. Wir müssen King informieren. Okay. Was sagt ihr jetzt? Nicht auch noch Toroko. Torokos älterer Bruder.
Arthur war der stärkste Krieger. Aber er wurde vom Doktor selbst gekillt. Gekillt? Wie das klingt, ey. Da kann man nicht ernst bleiben. Ich war nicht mal in der Lage, Podoruk zu beschützen. Depri! Es sind zwei Schlüssel zu Arthurs Haus. Doruk hat einen von ihnen. Der andere ist im Mimiker-Friedhof. Ich hätte jetzt aber nicht zum Mimiker-Friedhof gehen, sondern, wenn der da rechts ist, sondern nach oben. Und jetzt wird's auch wieder blind langsam. Hin und wieder weiß ich nichts mehr, weil ich habe nicht alle Textboxen durchgelesen, ich bin einfach durchgerusht. Yamashita-Farm. Hallo? Das ist die Farm, wo wir Blumen vergrößern, blassen, bläh. Mein Job, also meine Aufgabe ist es, diese Farm zu beschützen. Für uns Mimiker sind diese Blumen, bläh, wertvolle Fressensquellen, genau. Aber nicht die roten Blumen. Ich habe gehört, wenn wir sie essen, die roten Blumen essen, dass unsere Blutdrücke hochsteigen und wir werden einfach instant sterben, ja. Wir werden einfach sofort sterben. So gesehen, also gut, dass wir auf dieser Farm hier nur keine roten, diese bösen roten Flowers. Blumen, ich was ist immer nur die Hälfte falsch. Diese Blumen, roten Blumen hier. Farmen. Alter, was ist los mit dir? Ich krieg's nicht hin zu reden, es ist einfach nur zu schwer. Entweder ist das Game einfach nur zu episch, mich und okay. Es ist einfach geil. Ich fange jetzt nicht an, wie in Solitude Rage ist geil, sondern konzentriere mich jetzt auf die Story. Also, ja, also jetzt wurde der Sue, müssen wir finden, die ist in Arthurs Haus. Ein armes kleines Häschen wurde entführt, statt Sue. Das ist schlecht. Wir haben Balrog auf die Fresse geschlagen. Wir haben King informiert. Haben Balrog nochmal auf die Fresse geschlagen. Ne, haben wir nicht, aber ich sag das so gern. Und dann, ja, haben wir eigentlich einiges geschafft, ehrlich. Ich will jetzt noch in den Friedhof reinschauen. Und will ich auch dieses Party beenden? Adol. Ah. Cemetery. Ja, dann wird das nicht sein. Da ist ein Pilz, ich hab dich ganz genau gesehen. Stirb. Das ist sein Plan, das ist mich zu überfallen von hinten. Also zwei Treffer. Was ist das? What the? Die Frau mit einem Messer greift mich an! Was ist das für ein Spiel? Ich schlag in die Luft. Au. Ja, ich sterbe gegen den leichtesten Gegner hier wahrscheinlich. Ich hab Angst, wenn der Frosch, dass der Frosch wiederkommt, ey. Wie kann ich gegen Pilze sterben, die sich nicht mal bewegen? What the fuck? Diese Pilze sind viel zu OP, Mann. Eindeutig. Nein! Alter! What the fuck? Okay, der Fette schaut voll OP aus, den kill ich jetzt. Boah, bin ich hart. Ich hab einen fetten Pilz gekillt. Okay. Arthurs Grab. Engel, das ist auf dem Grabstein geschrieben. Nein! Nein, da stand was! Mimigas Held, Arthur. Irgend so. Frosch! Nee, ich kill nicht. Aber man kann ihn sogar killen! Das wusste ich gar nicht. Im ersten Mal hab ich da gedacht, oh mein Gott, Hilfe! Ein Frosch mit einem Messer! Hilfe! Ein Frosch mit einem Messer! Kann ich dir den Schlüssel geben? Oder muss ich selber rein? Okay, das sagt dasselbe. Schnauze! Schnauze! So. Und jetzt rein da. Ich mag die Musik so sehr. Arthurs Hausschlüssel benutzt. Sue? Okay. Hier schaut's interessant aus. Speicher. Ist hier unten noch was? Ich spring mal dran. Okay. Sieht irgendwie verdächtig aus. Ist hier noch irgendwas? Nö. Also irgendwie ein bisschen zu lame jetzt. Viel zu offensichtlich. Ist hier oben noch irgendwas zu machen können? Ich untersuche dich, Bett. Möchtest du? Okay, ich geh pennen. Punkt. Life refilled, das hat's gebracht. Achso, kann ich vielleicht die Blumen untersuchen da hinten? Das wäre naheliegend. Ah, Blumen? Rote Blumen. Es hieß doch, rote Blumen würden den Blutdruck erhöhen und uns und die Mimiker instant umbringen. Das ist eine interessante Information. Und Leute, bevor wir hier das hier machen, was ich gerade mache. Text ist auf dem Screen, auf dem Bildschirm angezeigt. Kasuba. Aber nur, dass du es weißt. Wenn ich es... Achso, ja. Das haben wir gerade vorhin gelesen. Zum Eckkorridor. Oh mein Gott, Sonic! Oh mein Gott! Ja, es kommt jetzt den Teleporter, wenn das scheint. Aber bevor ihr das tun, werde ich diese Party beenden. Ja, Leute, und bis zum nächsten Mal bei Cave Story Plus.